Kompositlangbogen plus 1, Wasserschwert plus 1 ist eine nice Sache. Abwehrarmbänder, Plattenpanzer plus 1. Wäre auch was Schönes, aber die könnten wir uns gerade so leisten. Helm des treuen Verteidigers. Glaubenstöter ist eine Axt, aber eine einhändige. Riesenmörder ist eine Schleuder. Also eine plus 1 Schleuder mit plus 4 gegen Riesen. Speer, der gebende Stern. 10% aller Treffer belegen den Anwender mit leichten Wunden heilen und geben ihm 5 Runden lang den Stärkebonus. Ist eine 2 bis 8 plus 3 Waffe. Also Streitkolben plus 3 wäre für unsere Priesterin gar nicht mal so schlecht. Das hier ist eine Zweihandaxt. Das ist ein Langschwert. Okay. Also Langschwert plus 3 ist das. Das hier ist auch ein Langschwert plus auch plus 3. Die sind verdammt teuer, die beiden. Trolltöter ist Bastardschwert. Was auch gar nicht mehr so unschön ist. Ende des Pikenmanns ist ein Zweihänder. Die Liebe der schwarzen Bässe ist ein einhändiger Streitkolben. Auch wieder ein plus 3er. Du bist eine Keule. Keulen interessieren uns nicht. Höhlenpick ist ein Kriegshammer plus 3er Kriegshammer. Du bist eine Stabschleuder, eine plus 3er. Das da wäre was. Eine Helebarde für. Plus 3 Helebarde für Hagrim. Der schwarze Bogen ist ein Langbogen, also noch nicht interessant. Radieschen ist. Das ist eine schwere oder eine leichte Armbrust? Auf jeden Fall eine ziemlich starke Armbrust. Verlässlichkeit ist ein Dolch. Der Krummsäbel, das ist ein Krummsäbel plus 1. Mit Glück, plus 2 mit Glückswürf. Schweinsauge, Kurzschwert, okay. Da wäre der Munitionsgürtel. Ja. Den kaufen wir mal für dich. Und alles andere ist das Zeug, was wir ihm verkauft haben. Ja, der Munitionsgürtel, der kann eigentlich alles an Munition tragen. Können wir ruhig ihm geben, eigentlich. Leider können wir den nicht anlegen. Geben wir doch ihr lieber. Der Dolch plus 1 kann dann auch verkauft werden. Ja, die Pfeile bitte in den Rucksack mal. Kann niemand identifizieren. Identifizierst du sie nachher, nachdem wir geschlafen haben. Gewiss. Jetzt noch zu Oswald. Dann rasten wir und dann geht es zurück. Der Priesterin Hallo sagen. Es soll geschehen. So, hi Oswald. Du hattest ja auch. Du hast zwar sehr viele schöne Tränke und so, aber. Ja, den Trank der Handlungsübertragung. Ganz ehrlich, den.
brauchen wir nicht. Der, den können wir zu Geld machen. Ein nicht identifizierter Trank. Infravisionstränke können wir beide. Oh, ich will mal gucken. Verkaufen wir einen? Okay, Tränke nehmen nicht ab. Feuerschutztrank? Nee, den behalten wir mal. Wendigkeitstrank. Können wir auch erstmal behalten. Trank der Schöpferkraft. Könnte er zum Identifizieren benutzen, aber... Hm? Ja, Mamas Tee will ich auch erstmal nicht. Könnte sein, dass wir den noch brauchen. Trank der Geschütztheit. Das ist Elektrizität. Trank der Stärke. Gucken wir mal. Einsichttrank. Weisheit steigern. Steinformtrank. Rüstungsklasse. Die sollten wir eigentlich ihm geben. Aber ja, Behälter öffnen. Nein, du sollst den Tee ihr geben, nicht trinken. So. Wie kann ich helfen? Sofort, dein Be- Vorwärts! Vorwärts! Das heißt, jetzt gehen wir noch schlafen, identifizieren die letzten beiden Gegenstände. Das eine ist ein Stab für magische Geschosse. Und das andere ist. Sind Feuerpfeile, also. So gut kenne ich die vergessene reiche Reihe schon, dass ich diese beiden Sachen erkennen kann. Vorwärts! Ja, wir wollen als Edelmann diesmal schlafen, haben wir uns verdient. Ja, Feuerpfeile. Und magische Geschosse. Ja, sofort. So. Dann verlassen Gewiss. Wir Kuldaha mal wieder. Weiter! So. Dann gehen wir erstmal hier hin. Es ist praktisch sehen zu können, was alles so begehbar ist. Da weiß man auch, wo man noch nicht war, so wirklich. Oh, da ist ein Geist. Er scheint, dass wir Gewalt haben. Also ein niederer Schatten. Jetzt ist es doch mal einer respawned. Ja, und hier haben wir ja zum Glück die Yetis erledigt. In Ordnung. Also, Lysan, dies ist mein privater Rückzugsort. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich alleine lassen würdet. Wer seid ihr? Wer ich bin, geht euch nichts an, aber wahrscheinlich schade ist es nicht, wer ich es euch sage. Mein Name ist Lysan. Was macht ihr hier? Ich bin eine einfache Kirchendienerin, die sich zurückgezogen hat. Ich kam hierher, um Trost und einen Ort zur Meditation zu finden.
Gibt es keine besseren Orte dafür als diese Höhle? Nein, nicht wirklich. Viele Religionen lehren, dass Erleuchtung durch Härten und der Entbehrung erreicht werden kann. Diese Höhle bietet genau solch ein Umfeld. Welchem Glauben gehört ihr an? Es ist eine persönliche Angelegenheit, über die ich mit Fremden nicht sprechen will. Ich stecke meine Nase nicht in eure Angelegenheiten, also wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch ebenfalls aus meinen Angelegenheiten raushalten würdet. Wenn ihr jetzt mit euren Fragen fertig seid, würde ich begrüßen, wenn ihr mich alleine lassen würdet. Ich suche eine Priesterin Auriel, seid ihr das vielleicht? Ich weiß einen Weg über Auriel. Die Frostmaid ist bei den meisten Völkern nicht sehr beliebt. Viele verehren sie mehr aus Angst, denn aus Liebe oder Ehrfurcht. Ihre wahren Anhänger sind selten und geben sich meist nicht als solche zu erkennen. Warum sucht ihr eine solche Person? Ich habe Frage zu dem Glauben. Ich verstehe, ich wünsche euch Glück bei der Suche. Jetzt lasst mich bitte alleine. Hören wir auf mit diesem Spüllysern. Ich erkenne euch als das Barmädchen aus Kuldaha. Was macht ein Barmädchen hier, wenn es nicht mehr ist, als es scheint? Ich verstehe, ich hatte mich schon gefragt, ob ihr mich erkennen würdet, da unsere Begegnung so kurz war. Sehr gut, hören wir auf mit der Charade. Ich bin Lysan, Dienerin der Auriel. Ihr habt eure Priesterin gefunden. Jetzt sagt mir, was ihr von ihr wollt. Ich möchte zuerst die Grundsätze eures Glaubens erfahren. Auriel ist die Frostmaid, der kalte Atem des Nordens. Sie verlangt, dass ihre Anhänger alle Flammen löschen, alle Gebäude die Kälte öffnen. Alle Gebäude der Kälte öffnen und den Winter annehmen. Das sind die Grundsätze des Glaubens. Mehr werde ich einem Ungläubigen nicht offenbaren. Also sag, warum fragt ihr? Jemand hat mir von eurem Glauben erzählt. Ich musste sicher gehen, dass er nicht versucht hat, mich zu täuschen. Ich komme in Auftrag des Geistes der hiesigen Gruft. Er ist besorgt über eure Absichten mit seiner Ruhestätte. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich auch mich aus dem richtigen Grund holte. Macht euch bereit für den Tod. Nehmen wir das Erste. Oh, wer wagt es, von Auri zu sprechen? Ich will wissen, wer diese Person ist. Kresselak, der Geist der hiesigen Gruft. Er ist besorgt über eure Absichten mit seiner Ruhestätte. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr, wie die Gefahr klingt, die ihr ihm zufolge sein sollt. Macht euch bereit für den Tod. Nicht so wichtig. Sprechen wir ein anderes Mal darüber. Wo nehmen wir die Eins? Ich weiß nichts von einem Geist, aber ich kenne die Gruft, von der ihr sprecht. Das ist eine Abscheulichkeit in den Augen der Göttin. Ich beabsichtige es, ihren Vorlieben entsprechend zu machen. Ein Geist ist an diese Gruft gefesselt. Er will die Ewigkeit nicht in Kälte und Finsternis verbringen. Was ist mit Kuldaha? Was habt ihr damit vor? Kuldaha, der große Baum und der Kreis der Wärme sind Abscheulichkeiten in den Augen Auriels. Kuldaha wird ihrem Namen den Winter annehmen oder in der kalten Ödnis untergehen. Auriels Wille wird geschehen. Das kann ich nicht zulassen, Lysan. Ach wirklich, wie traurig. Da muss ich euch töten. Seid bereit, eurem Tod zu begegnen, nah. So sei es. Ich werde tun, was ich kann. Ja. Jawohl! Ist etwas nicht in Ordnung? Sag, was du von mir willst. Okay, wir haben die Priesterin Auriels gefunden, von der Kristlack gesprochen hat. Hatte. Eine Frau namens Lysan. Sie war nicht besonders erfreut über unseren Besuch und griff uns an. Ja. Helfen? Was ist in Ordnung? Wie kann sich? Bereit zu neuen Taten. Woran bist du gedacht? Ja. Lightning. Ja, Personen bezaubern auf Hack. Level up für Hagrim. Ich werde, das macht mir nichts aus. Könnt ihr den Kerl mal unter Kontrolle bringen? Wie kann ich helfen? Worum handelt es sich? Ich bin hier. Euer Ende ist nah. Lysan ist schon mal schwer verletzt. Hau ihr noch einen Säurepfeil auf die Ömme.
Sand nimmt keinen Schaden. Okay, noch einen. Surfer. Dein Befehl. Brauchst du mich? Deine Aufgabe. Was? Ja.